Ja, einen schönen guten Abend. In den letzten Tagen mehren sich an der einen oder anderen Stelle die Wünsche, die Hochschulen möchten doch bitte wieder in den Präsenzbetrieb zurückkehren. Wenn man von diesen Bitten liest und die auch teilweise mit der entsprechenden Polemik vorgetragen sind, fragt man sich, ob diejenigen, die solche Bitten formulieren und äußern, den Hochschulbetrieb, wie er sich jetzt in der aktuellen Situation darstellt, überhaupt kennen. Man darf da leise Zweifel dran äußern. Vielleicht ganz kurz dazu, mir geht es heute nicht darum zu sagen, dass die Hochschulen seit Jahren chronisch unterfinanziert sind. Das mag sicher sein. Es geht mir auch nicht darum, dass man Forderungen stellt in Bezug darauf, dass man gern mehr Räume hätte. Auch das trifft natürlich zu, aber wird sich kurzfristig nicht umsetzen lassen. Alles andere erkläre ich gleich, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass eine Hochschule keine Schule ist. Ich kann also nicht die Bedingungen, die ich an die Schule stelle, nämlich bitte geht mit einer Gruppe immer nur in einen Raum, festes Team von Pädagoginnen und Pädagogen und dann ein stabiler Unterricht, lässt sich auf eine Hochschule nicht adaptieren. Warum nicht? Ist ganz einfach. Zunächst einmal besuchen Studierende nach ihrer freien Wahl unterschiedliche Seminare. Und da wir alle die Möglichkeit haben, auch Seminare zu besuchen, für die wir uns nicht eingeschrieben haben, ist es so, dass diese Gruppen sich relativ schnell durchmischen. Und zwar alle 90 Minuten. Zwischen diesen Seminaren fahren Studierende gern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und stehen auch da relativ dicht gedrängt. Und jetzt müssen Sie sich nur vorstellen, wenn einer oder eine in diesen Gruppen infiziert sind. Wir haben eine wunderschöne, schnelle Durchmischung, sodass wir innerhalb kürzester Zeit uns gegenseitig infizieren. Jetzt kommt noch dazu, dass Studierende auch Vorlesungen besuchen. Und da wird das Ganze dann wirklich spannend. Nämlich dann steigen die Infektionsraten massiv und extrem schnell in die Höhe. Ja. Und gehen dann wieder in Seminare zurück und Sie sehen, wo das Problem liegt. Innerhalb kürzester Zeit haben wir hier eine Durchmischung erreicht, die es auch nicht mehr zulässt, einfache Infektionsketten nachzuvollziehen. Vielleicht so viel, die TU Dresden hat knapp 32.000 Studierende und 8.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Das macht 40.000 Mitarbeiterinnen, die hier auf engstem Raum miteinander in Kontakt stehen und eben in solchen räumlichen Verhältnissen miteinander leben, arbeiten und unterrichten. Jetzt sind viele schlaue Vorschläge gemacht worden, zum Beispiel die, dann teilt doch die Gruppengrößen. Ja, das kann man tun, wenn man die Anzahl der Lehrenden verdoppelt. Oder nehmt doch statt kleiner Seminarräume, geht doch einfach in die Vorlesungsräume stattdessen, wenn es denn welche gäbe. Das heißt, hier beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wir tatsächlich seit Jahren unterversorgt sind, was die Raumplanung und die Raumstrukturen angeht. Vielleicht auch noch ganz kurz dazu, was es bedeutet, wenn man jetzt hier einen Hörsaal hätte mit 1000 Studierenden und vielleicht die Abstandsregel, die gelten soll, von 1,5 Metern, was wahrscheinlich zu wenig wäre, weil man die Seminarräume und die Vorlesungsräume nicht dann dauernd und andauernd durchlüften kann. Und man hat 1,5 Abstandsmeter von um jeden Studierenden, dann bedeutet das, dass jede zweite Reihe leer bleibt und jeder zweite Platz. Mit anderen Worten, Sie können diese 1000 durch 4 rechnen und haben eine Teilnehmerzahl, die Sie in den größten Hörsaal bekommen, von 250. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass man parallel Klausuren schreiben muss, in dem bis zu ca. 700 Personen eine Klausur schreiben, dann können Sie sich fragen, wann das passieren soll und vor allen Dingen wo. Mit anderen Worten, weder für die digitale, weder für die Präsenzlehre, noch für Prüfungen verfügen Universitäten über die räumlichen Kapazitäten. Im Moment bei den jetzt geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Wenn Sie das nächste Mal jemanden über den Weg laufen oder Ihnen jemand erklären will, dass an den Universitäten nicht gearbeitet und man nur aus Bequemlichkeit in der digitalen Lehre bleiben will,
legen Sie ihm das kurz auf diese Art und Weise dar. Vielleicht versteht es ja dann. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, Ihr Alexander Lasch.